Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Josef Böcker. Bin bei Lemke im Bereich Produktmarketing für die Flüge und Packer zuständig. Und heute wollen wir mal über das Flügen in steinigen Bodenverhältnissen sprechen. Steinige Böden haben eine ganz besondere Anforderung an die Materialqualität, aber sicherlich auch an die Flugkörper bzw. an das Verhalten, wenn ein Stein tatsächlich auf die Scharspitze trifft. Unsere Überlastsicherung heißt OptiStone. OptiStone bedeutet, wir haben hier ein Überlastelement, ein hydraulisches Überlastelement, das bei Auslösen bzw. bei Auftreffen auf ein Hindernis über diesen Drehpunkt ausweichen kann, nach oben ausweichen kann, zur Seite ausweichen kann. Aber das werden wir gleich noch etwas genauer erläutern. Dafür haben wir hier auch ein entsprechendes Modell mitgebracht. So, wir haben jetzt hier unser Schnittmodell. Da kann man auch wunderbar die beiden Lenker schon sehen, die das Überlastelement führen. Und wie vorhin schon angedeutet, wir müssen sowohl nach oben ausweichen können, als auch zur Seite ausweichen können. Vielleicht zeigen wir als erstes mal das Ausweichen nach oben. Das Ausweichen nach oben ist sicherlich die etwas einfachere Situation, Auslösesituation. Wir können auch bei tiefer Flugarbeit, wenn es also bis 35, vielleicht sogar an die 40 cm geht, können wir auch problemlos nach oben ausweichen. Maximale Ausweichhöhe, die liegt bei ca. 37 cm. Man trifft den Stein nicht immer direkt mittig, sondern man trifft ihn auch mal seitlich. Deswegen ist es auch wichtig, dass das Element zur Seite ausweichen kann. Auch ruhig wieder zurück mal in das seitliche Ausweichen. Wir können jetzt leider an diesem Modell die maximalen Ausweichwege nicht zeigen. Beträgt auch 20 cm zur Seite. Und damit sind wir für alle Einsatzsituationen bestens vorbereitet. Die anspruchsvollste Situation entsteht dann, wenn man nach oben und zur Seite gleichzeitig ausweichen muss. Man trifft nämlich den Stein in den seltensten Fällen genau mittig, sondern das Element muss dann in der Regel gleichzeitig nach oben und zur Seite ausweichen können. Der große Vorteil dieses Systems liegt darin, dass wir eine permanent feste Verbindung zum Rahmen haben, dass die Körper eine permanent feste Verbindung zum Rahmen haben und dadurch im Gegensatz zu diesen Vierpunktaufnahmen ein ständig stabiler Zustand gewährleistet ist. Bei Vierpunktaufnahmen entsteht beim Auslösen nach oben eine Zweipunktaufnahme und beim Auslösen dann zur Seite ist nur noch ein Punkt als Befestigungspunkt vorhanden und das ist ein sehr gefährdeter Zustand. Das Ausweichen nach oben und das seitliche Ausweichen haben wir jetzt gesehen, wie es abläuft. Aber dazu möchte ich euch am Flug noch einige Details zeigen. Herzstück dieser Überlastsicherung ist hier ein Kreuzgelenk, was hier verbaut ist, mit einem senkrechten und waagerechten Bolzen, die hier verbaut sind, jeweils in Radialgelenklagern gelagert. Sie ermöglichen dann das seitliche und auch das Auslösen nach oben, beziehungsweise auch das gleichzeitige Auslösen zur Seite und nach oben. Diese Überlastsicherung ist auch sehr wartungsfreundlich. Wir haben nur wenige Schmierstellen, die alle 50 Stunden geschmiert werden müssen. Zum Beispiel hier an diesen beiden Drehpunkten oben und unten oder auch hier hinten am Hydraulikzylinder. Eine weitere Besonderheit unserer OptiStone-Scheinsicherungen, aber auch der anderen mechanischen automatischen Überlastsicherung ist, dass wir eine zusätzliche Abschersicherung haben in Form dieser Abscherschraube. Sollte also mal der Körper unter einem Hindernis festhaken und das Überlastelement nicht auslösen können, verhindert diese Abscherschraube, dass der Körper oder Ähnliches beschädigt wird. Der große Vorteil einer hydraulischen Überlastsicherung gegenüber einer mechanischen besteht darin, dass man die Auslösekraft verändern kann. Flüge ich auf leichten Böden, ist es sicherlich vorteilhaft, mit geringerer Auslösekraft zu arbeiten, während wenn die Böden schwerer und härter werden, die Auslösekraft erhöht werden
kann, damit der Flugkörper auch unter diesen Bedingungen dann Festsitz im Boden hat. Dazu kann man mittels Absperrhahn den Wert einstellen und entsprechend dann damit flügen in der Grundausrüstung. Als Zubehör, als Sonderausrüstung ist auch ein sogenanntes Komfortventil möglich, mit dem man dann einen Max- und einen Min-Wert einstellen kann, indem man dann von Schleppersitz aus während der Flugarbeit immer wieder verändern kann, um sich auf die Bedingungen optimal vom Schleppersitz aus anpassen zu können. Ja, Flügen in steinreichen Bedingungen ist eine ganz besondere Herausforderung für Material und Maschine. Ich denke mal, wir haben hier mit der Optistone Steinsicherung eine sehr gute Lösung, die unter schwierigsten Bedingungen sich bewährt hat. Sie ist zu haben, sowohl bei den Anbauflügen Juwel 7, 8 und 10, als auch bei den Aufsattelflügen Diamant und Titan. Wenn Interesse besteht, diese Maschine, diese Flüge mal zu testen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder auch an den Gebietsverkaufsleiter und letztendlich auch wir als Lemken stehen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage. Wir freuen uns über jeden Kommentar, auch über das Thema steingesicherter Flüge.